Der ist schon wieder zu dumm. Ah, Hauptsache, gut. Hauptsache, ich krieg die Mizi, wichtig. Hallo? Hallo? Könntet ihr Jungs mir etwas zur Hand geben? Ah, 1,5 Stunden ist wieder los. Okay, ist gut. Ist chillig. 1,5 Stunden sind chillig. Bisschen Switch zocken oder ein bisschen am Handy spielen. Und tschüss, Papa. Oder ein bisschen TikTok. Bam, tschüss. Helft ihr mir? Bist du schon wieder fertig? Hier würde eh nie Ruhe geben. Schieß los. Da hat er vollkommen recht. Wo sollen wir für dich? Wie groß bist denn du überhaupt? Ah, das Ältersein muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass der jetzt größer ist oder nicht. Bist du deppert, aber, oder? Bist du deppert, oder? Die Jugendlichen werden auch immer alle größer, oder? Bist du deppert? Wenn ich mir meine jüngeren Cousins quasi also jetzt ein bisschen so anschaue. Letztens sind die bei mir vorbeigekommen. Haverer. Bist du deppert? Fast 2 Meter Riesen, Alter. Bist deppert, die haben mich abgerunzt. Abgerunzt habe ich mir zwar schon, Alter. Puh, da ist schon ein Lackerl rausgekommen. Wo ich mir gedacht hab, so. Aber schon fast 2 Meter. Ich bin aber auch schon relativ groß. 1,83, weiß es ist. Okay. Reden wir jetzt vom Spatzibel, dann müssen wir 25 mm nehmen. Aber. Jetzt bist du in Fahrt. 183, Alter, ich bin nicht klar. Nein, das ist nicht klar. Überhaupt nicht. Aber wenn ich mir die dann anschaue, weil ich war immer größer als die, immer. Aber sobald die dann quasi. Ich überleg gerade. Mit 15? Ich tue das nur separat noch extra markieren, weil sonst gehe ich wieder irgendwie. Ich glaube, wie der jüngere 15er war. Bist deppert, aber da haben sie einen Hardcore-Wachstumsschub gekriegt. Bist du deppert, aber richtig, richtig Hardcore-Wachstumsschub. Da sind sie von 1,5 auf 1,8 gestiegen. Das war puh. Weißt, wie gefährlich das ist, wenn du so schnell steigst? Haut reißt, Knochen könnten vielleicht nicht gescheit mitgehen und alles drum und dran. Also, das ist. Also, Knochen schon, aber du hast dann irgendwas mit den Gelenken, irgendwas haben sie mir mal gesagt gehabt, dass da dann was sein könnte, wenn man zu schnell wächst. Aber. Ganz schlimm. Das war bei einer ganz, ganz gefährlich. Aber Gott sei Dank, wirklich nichts. Okay, ja, vielleicht bei dem einen oder anderen Dehnungsstreifen, muss man dazu sagen. Aber jetzt nicht, wo man sagt, jetzt was Auswirkungen hat, sage ich jetzt einmal, außer vom Aussehen her. Jetzt Gott sei Dank nicht irgendwelche wirklich körperliche Schäden oder sonst was. Weil wenn wir körperliche Schäden haben, dann ist schon sehr schwierig. Dann tut das wirklich sehr stark weh. Bist du auch so extrem... Ja, okay, 6 Monate. 6 Monate sind auch nichts. Weil ich bin erst mit der Zeit bin ich halt gestiegen, weißt? Bin halt mit der Zeit gestiegen und nicht sofort. Sofort bin ich nicht gestiegen, immer nur nach der Zeit. Und wenn man dann wirklich so in einer kurzen Zeit so dramatisch aufgeschwappt. Nein, nicht aufgeschwappt, aber ihr wisst, was ich meine. Aufgeht, ist es ein Wahnsinn. Ah, ein Mädchen. Du, Alter. Das könnte aber ein gefährliches Mädchen sein, gell? Verschwindet einfach. Passt sehr gut. Wir haben es erledigt. Wir brauchen das Platz nicht untersuchen. Nicht unbedingt. Sicher, dass ihr genau dort hingehen sollt, wo sie hingeht. Ist verschwunden. So. Gestanden ist. Ja, jetzt kann's lustig werden. Folge ihrer Seelenspur. Alter! Die hat sie verschwunden und schleicht sie aber trotzdem. What the fuck?
Wie hat die Alte das gemacht? Aha, also so quasi immer so wieder so bam bam, dann wieder nix, dann wieder bam bam und dann wieder nix. Ja, aber ist halt trotzdem die Frage, wie viel du dann in der Zeit wächst, wo es dann wieder bam bam geht und dann wieder nix. Weißt du, was ich meine? Weil auf der anderen Seite kann es extrem gefährlich sein, auf der anderen Seite, okay, wenn es nur ab und zu, also wenn es viel ist, weil du ja auch gesagt hast, wegen die Knie, ist es dann schon sehr arsch. Wie schaut es denn eigentlich aus mit der... Wie schaut es denn... Okay, ja, du bist ja noch relativ sehr jung, aber dennoch könntest du es vielleicht sogar jetzt schon spielen. Weil gerade Rücken oder so ist immer am gefährlichsten, weißt du? Passt da viel zu wenig auf den Rücken. Obwohl ich Gott sei Dank durch dem Training und alles drum und dran ihn sehr schön verstärkt habe, dass ich weniger Schmerzen habe. Also Rückenschmerzen im Allgemeinen. Ich habe ja so nicht wirklich Schmerzen. Bist du deppert? Ja, so wächst er in der Früh, gell? Ja, so ein paar Zentimeter. Na, aber Wahnsinn, es ist wirklich heftig. Aber weißt du, bist du noch nicht einmal 18? Da kann noch so viele Zentimeter dazukommen. Da kann noch so viel dazukommen. Wow, Alter, bist du Depper, der kommt da von mir um die Ecke, Alter, leck mir mal Arsch. Aber ich bin in keinem Horrorfilm. Ich bin da in keinem Horrorfilm, ich sag's gleich. Opa, oha, Alter, oha, Alter, wie oft noch? So oft kann ich nicht einmal angreifen. Depper, du Schissener. Depper. So, passt. Also ich denke mir gerade so, wie viele stehen da noch? Ich denke mir gerade, Alter, wie viele noch? Gott sei Dank kennen sie zu hier, Alter. Sonst so ein kleiner Herzflatterer kriegt, aber dann ganz, ganz gern. Bist du deppert, leck mir mal. Einen kleinen Schrecken habe ich jetzt schon gehabt. Bist du deppert. Oder, Tante, komm. Schleichte da eine. Was da einkaufen? Nee. Bisschen Katzenfutter? Wir bisschen Papi. Oh, Servus. Die Tante schleicht sich schon wieder. Alles klar. Haben wir überhaupt alle? Ja, eins kaufe ich gern, ja. Interessiert mich nicht. Wart, wie viel? Muss ich gleich wieder einen Fünfer gehen. Was hast du denn kurz gekocht? Die Alte kann sich heute selber kochen, heute wird gezockt. Oder ich krieg gleich einen Anschießer, wenn ich das zu laut sage. Bist deppert? Schläge. Also, die ist da so quasi eine kleine Runde gegangen. Aber, das will ich genau sehen. Ich hätte mir doch gehabt, ich kann das so vielleicht sogar das einnehmen, was die so genommen hat, aber anscheinend nicht. Oh, Pancakes, oh, geil. Oh, so richtig geile, fettige Pancakes. Bruder, schmeckt. Ja, und was jetzt? Tante. Achso, hi, servus, grüß dich. Ich denke mir gerade so, wo geht die nicht weiter? Also ich glaube, dass da gleich mal ein paar Schießerne daherkommen. Ja, das wird scheiße, kannst du aber laut sagen, Haberer. Slenderman, du schleicht dich da mal. Slenderman Ersatz, will ich Kopie von Wish bestellen. Theoretisch gesehen jetzt von der netten Dame jetzt wortwörtlich vom Wish bestellt. Oh, sehr gut. Wie kann ich das jetzt verstehen mit verbessern sich? So im Allgemeinen jetzt, so von 2 auf 1 oder hattest du relativ schlechte Noten? Sieht aus wie ein Diktiergerät von Ed. Warum ist das hier? Und was ist mit dem Mädchen? Das ist Rinkos Fachgebiet. Lass uns zurück.
Na, sehr schön. Ich wollte lieber warten, wenn ich wieder bei 40, 50 bin fast. Habt ihr was gefunden? Nur dieses Diktiergerät, sonst nichts. Verstehe. Und Erika? Aber sie ist direkt wieder verschwunden. Ah, okay. Was war das für ein Ort? Einfach Pech gehabt und nicht viel gelernt. Oder keinen Bock gehabt. Es war unser Notfalltreffpunkt, falls etwas schieflaufen sollte. Ich hatte gehofft, Herr Ah, Herr sehr schön, das höre ich gern. Das höre ich gern. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit wir damals getrennt waren. Gut gemacht, Digi, gut gemacht. Ist schon gut. Tut mir leid. Ich wollte eure Zeit nicht verschwenden. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst. Darauf werde ich später zurückkommen. Ja, aber das kommt vor. Das Danke. Kommt vor, da erkundigt man sich oder schaut, dass man sie irgendwie lernt oder sonst was. Verstehe ich. Verstehe ich komplett. Verstehe ich komplett. Gerade so in Mathe oder so kann schon einmal das eine oder andere Moment kommen, wo du davon nur so denkst, so Bruder, weißt du? Gerade so in höheren Gebieten dann und alles drum und dran, wo es so Zahnräder, okay, es könnte sein, dass du es vielleicht nicht kriegst, kommt drauf an, was du für eine Schule gehst, aber dann so Sachen, Bistepper, Drehmoment und das Ganze, wo du davon nur so denkst, hä, was willst du? So wirklich wortwörtlich, was willst du von mir, Haverer? Und verstehst einmal gar nichts. Verstehst aber wirklich gar nichts. Aber wirklich schön, freut mich wirklich, dass da wirklich schön bergauf geht. Finde ich wirklich gut, wichtig. Ja, Mathe, Klassiker. Ich hätte vielleicht sogar eher gedacht gehabt, vielleicht sogar eher in Richtung Englisch oder so. Weil in Englisch habe ich zum Beispiel immer meine größten Schwierigkeiten gehabt. Aber ist gut, freut mich wirklich, dass da ein bisschen was weitergeht. Oh, dann muss ich natürlich beim Baum gleich mal